Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Karsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute machen wir ein spezielles Video für medizinische Assistenzberufe, aber auch Medizinstudenten und Assistenzärzte im Fachbereich Dermatologie. Und zwar geht es heute um eine kleine Instrumentenkunde. Es gibt in der Dermatologie ja sehr viele Instrumente, aber wir konzentrieren uns heute einmal auf die Top-4-Instrumente. Und das sind zum einen die Pinzette, dann die Schere, das Skalpell und der Nadelhalter. Wir schauen uns die Instrumente gleich im Detail an und ich werde auch erläutern, wie man die Instrumente am besten hält, damit sie sicher und effektiv eingesetzt werden können. Viel Spaß bei diesem Video und bitte abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie uns einen Daumen hoch, wenn Sie zu diesen Themen mehr erfahren möchten. Okay, hier sind wir mit unseren vier Top-Instrumenten. Wir haben drei Instrumente, die wir in der dominanten Hand halten. Das ist der Nadelhalter, die Schere und das Skalpell und ein Instrument, was wir in der nicht dominanten Hand halten. Das ist die Pinzette. Die Pinzette besteht aus zwei Blättern und einer Greiffläche, dem sogenannten Maul hier vorne. Es gibt eine geriffelte Fläche hier in diesem Bereich und dann dieses spitze Areal. Das findet man bei den chirurgischen Pinzetten oder bei den sogenannten traumatischen Pinzetten. Das ist eine sogenannte Edson-Pinzette mit einem Maul hier vorne. Damit kann man das Gewebe gut greifen und auch einer atraumatischen Haltefläche hier weiter hinten. Es gibt auch Pinzetten, die sind rein atraumatisch. Die verwendet man während der OP eher selten, während der Haut-OP, sondern wir verwenden die, um Fäden zu ziehen, also Nahtmaterial zu entfernen. Bei den Aktionsinstrumenten haben wir das Skalpell. Das ist der Skalpellgriff, auf das wir gleich dann die Skalpellklinge aufsetzen. Wie montiert man die Skalpellklinge auf den Skalpellgriff? Man hält den Skalpellgriff in der nicht dominanten Hand und die Skalpellklinge zwischen Daumen und Zeigefinger. Die ist sauber, das macht man ja zu Beginn einer Operation, insofern ist hier auch keine Infektionsgefahr. Man schiebt dann die Klinge hier auf den Skalpellgriff nach vorne und hat dann sein Skalpell vorbereitet. Man kann natürlich dafür auch einen Nadelhalter nehmen, mit dem man das aufschiebt, dann hat man keine Gefahr, dass man sich irgendwie verletzt. Wir haben hier eine sogenannte Zehnerklinge. Gibt es unterschiedliche Bezifferungen und diese Zehnerklinge, die hat eine sehr breite Schneidefläche, die nimmt man für die Entfernung von größeren Gewebeschichten. Dann gibt es die 15er-Klinge, die sieht ähnlich aus wie die 10er-Klinge, aber in klein. Die hat auch diese Rundung, damit kann man sehr gut um die Kurven schneiden. Also es ist eine Klinge, die man beispielsweise für eine Schlupflid-Operation verwendet oder wenn man Tumoren im Bereich der Augen, der Lider entfernt. Häufig wird in der Dermatologie die sogenannte Elferklinge verwendet. Die kann man einsetzen, um Abszesse zu öffnen, also eine Inzision durchzuführen. Aber man kann auch ganz feine Schnitte hier machen, einfach weil sie dieses spitze Ende hat. Bei den Scheren gibt es unterschiedliche Modelle, ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Es gibt große Scheren, kleine Scheren. Der Aufbau ist gleich. Man hat hier diese beiden Augen, ein Schloss oder diese Schraube hier, das Gelenk. Und dann hat man hier Schneideflächen nach innen. Und diese Schere ist gut zur Präparation geeignet. Die hat hier auch nochmal diese Einkerbung an der Außenseite, damit man das Gewebe gut spreizen kann. Sie hat einen speziellen Schliff, einen sogenannten Supercut-Schliff. Dadurch ist die Schneidfähigkeit sehr gut und hält auch lange an.
Wie hält man so eine Schere? Man hält sie mit vier Fingern. Man geht mit dem vierten Finger hier in ein Auge, mit dem Daumen in das zweite Auge, greift mit dem dritten Finger hier in diesen Winkel und setzt dann den Zeigefinger auf das Gelenk. Und dadurch hat man eine sehr gute Kontrolle über die Schere und kann sehr gut dreidimensional hier agieren. Der Nadelhalter wird ähnlich gehalten wie die Schere, also auch mit vier Fingern. Man kann ihn so führen, dann kann man das Scharnier hier öffnen und schließen. Man kann den Nadelhalter auch so halten, wenn man hier mehr Gefühl auf die vordere Spitze bekommen möchte. Da muss man allerdings umgreifen, wenn man das Scharnier wieder öffnen möchte. Wie spannt man einen Faden ein? Wichtig ist, dass man die Nadel, an der sich der Faden befindet, nicht mit den Fingern anfasst, sondern nur mit einer Pinzette, und man spannt den Faden so ein, dass man eine Strecke von 2/3 auf 1/3 ungefähr in den Nadelhalter einspannt. Und zwar macht man es so, dass die Nadel ganz vorne hier im Bereich des Nadelhalters anliegt, dann wird der Nadelhalter weniger stark aufgedehnt. Die Nadelhalter mit einer guten Qualität erkennt man daran, dass sie hier ein Hartmetall im Bereich dieser Backen aufweisen, das auch geriffelt ist. Dadurch hält dieser Nadelhalter viel länger als die Nadelhalter, die hier nur einen aufgeriffelten chirurgischen Stahl haben. Und ein weiterer Vorteil ist, dass der Faden, wenn er mit diesem Hartmetall in Kontakt kommt, nicht spröde wird oder einreißt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren super wichtigen Thema, und zwar, wie werden diese Instrumente angereicht, sodass der Operateur effizient und sicher weiterarbeiten kann, dass sich keiner verletzt. Die Pinzette hält der Assistent, der die Pinzette anreicht, hier vorne in drei Fingern. Der Operateur reicht seine nicht dominante Hand an, und der Assistent legt sie hier in diese Mulde, sodass der Operateur sie gleich greifen kann und einfach weiterarbeiten kann. Beim Skalpell ist besondere Vorsicht geboten, dass sich keiner schneidet und sich verletzt. Der Assistent hält mit diesem Dreifingergriff das Skalpell so. Da kann er es sicher drehen und bewegen, verletzt sich auch nicht. Der Operateur hält seine dominante Hand geöffnet hier hin, und der Assistent legt das Skalpell hier hinein. Ich zeige es mal so, dass man es gut sehen kann. Der Operateur greift es, und der Assistent lässt seine Hand nach oben los, sodass er sich nicht verletzt. Beim Nadelhalter ist auch Vorsicht geboten, denn hier befindet sich ja auch die spitze Nadel, die auch kontaminiert sein kann. Der Assistent hält den Nadelhalter mit den drei Fingern. Der Operateur öffnet seine Hand. Der Assistent legt den Nadelhalter mit etwas Schwung hier rein. Es kann durchaus so ein kleines bisschen klatschen. Dann weiß der Assistent, dass der Operateur den Nadelhalter sicher hat und kann ihn loslassen und lässt dann die Hand von der Nadel weg los, sodass der Operateur ihn nicht aus Versehen sticht. Und der Operateur kann gleich weiterarbeiten. Der Assistent muss darauf achten, dass die Nadel in die richtige Richtung eingespannt ist. Und zwar zeigt sie beim Rechtshänder zur linken Hand, also zur nicht dominanten Hand. Und dadurch kann der Operateur gleich weiterarbeiten und muss die Nadel nicht erst umspannen. Wenn sie jetzt so angereicht worden wäre, dann muss sie es erst umgreifen und verliert wertvolle Zeit, und es behindert dann natürlich den OP-Ablauf. Die Schere wird ähnlich angereicht wie der Nadelhalter.
Der Operateur hält seine Hand geöffnet hin, der Assistent legt sie so rein, der Operateur greift dann in die Augen und kann gleich weiterarbeiten. Je nachdem, was er macht, ob er eher nach die Beugung nach oben haben will oder nach unten, wird der Assistent sie dann entsprechend anreichen. So, das war's für Erste hier aus dem OP. Bitte schreibt in den Kommentaren, ob euch diese Videos weiterhelfen, ob sie hilfreich für euch sind, wenn ihr euch gerade in der Ausbildung befindet. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Karsten.